So, Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Hier ist der Nils und das ist die erste Folge hier von Genshin Impact. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wähle einen der Geschwister. Ja, wie denn? Nee. Möchte ich nicht. Wo ist das hier? Aha. Okay. Schauen wir uns das mal an. Ether! Was passiert hier? And just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Trapped here? Das ist natürlich bedauerlich. Sehr bedauerlich. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So die hat die geangelt. Nice to be a great guy. We should head off. Let's get going. Okay, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Wow. Das ist toll. Okay. Kann man die Eigenschaften ein bisschen ändern? Folge Payment. Oh, die ist super schnell. Sehr fließende Bewegungen. Das ist total toll gemacht. Was ist denn das? Ein Wassertropfen. Oh mein Gott, der verfolgt mich. Linke Maustaste? Echt jetzt? Oh, der kleine Maus! Oh, 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 oh. Oh! Great Moment! Wo hat's denn jetzt das Schwert her? Mein Gott, das ist wie World of Warcraft Classic, nur besser. Sehr fließende Bewegungen. Auch die Darstellung, wie sie das mit dem Schwert gemacht haben. Und das ist eine kleine Krabbe, habt ihr gesehen? Die Krabbe hat sich verputtelt. Ist das schön hier? Kann ich da drauf springen? Ja, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das Spielgefühl ist heftig. Okay, jetzt hat es mal geruckelt. Aber ansonsten ganz toll.
Nähere dich einem Teleportationspunkt und drücke F, um ihn zu aktivieren. Okay. Hier, gut gemacht. Öffne das Kartenfenster. Wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Okay. Das ist hier atemberaubend schön. Wirklich sehr schön. Ich bin echt überrascht. Ganz, ganz toll. Fließende Bewegungen. Was ist das hier? Hm. Eine Eidechse. Das ist wirklich schön gemacht. Guckt euch mal das an, wie schön das ist. Genshin Impact. Wunderbar. Da hat was, da glitzert was, da hat was geglitzert. Eine Zuckerblume, Zuckerblumen. Eine überaus stark duftende Blume, selbst im Dunkeln. Okay, mehr kann man nicht lesen. Der Baum ist schön. Drücke B, um dein Inventar zu öffnen. Okay. Stumpfes Schwert. Die Träume eines Abenteurers und der Enthusiasmus bei der Reise sind zwei wertvolle Dinge, die das Schwert aber auch nicht schärfer machen. Mach es einfach mit Mut wieder wett. Okay, was ist denn Qualität? Ah, ich verstehe, da kann man die Qualitätsstufen der entsprechenden im Inventar befindlichen Dinge entsprechend auswählen. Eine überaus stark duftende Blume, selbst im Dunkeln kann man sie so finden. Interessant. 2000 ist Inventarkapazität. Das lässt einiges befürchten, dass das sehr schlimm werden kann. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität ist atemberaubend. Tatsächlich. Alles sehr weich. Der Gärtner kommt. Wir machen alles sauber. So, bitteschön. Ja, ja, jetzt du halt langsam. Klettern verbraucht Ausdauer. We're off to a statue of the seven. Auf zur Statue der sieben. Which of the seven are you looking for exactly? Was will die von mir? Was will die von mir? So, Ladies and Gentlemen, ich würde mal sagen, das ist der erste Teil gewesen hier von Genshin Impact. Ich bin außerordentlich beeindruckt. Ich meine, ich habe jetzt nicht den besten Rechner. Die Grafik ist atemberaubend weich. Die Farben sind gar nicht mal so stark, aber sehr knuffelig. Das ist ein bisschen wie World of Warcraft Classic, aber alles viel heller. Wunderbar, und wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn es wieder heißt Genshin Impact, hier mit mir, den Nils. Bis dann, euer Nils. Tschüss.